Merhaba, hallo und guten Tag hier aus Tripoli. Hier ist wieder einmal Marco. Es ist heute der 24. März, Dienstag 2020. Und in diesem Video soll es einmal zum Thema Türkei, Syrien, Libyen und was hat Zypern damit zu tun gehen. Die Spannungen der Türkei zu Syrien, Griechenland und insbesondere der EU haben sich in den letzten 6 Monaten, also im letzten halben Jahr, extrem verschärft. Warum? Das ist die Frage. Ist es dabei das Thema Idlib oder das Thema Migrationskrise, Migrantenzustrom aus der Türkei an die griechisch-türkische Grenze? Ich sage nein. Denn das sind nur die Auswirkungen, aber nicht die Ursachen. Ursachen sind ganz andere. Und da kommen wir mal zu den Ursachen. Das ist zum einen Defender 2020, Bulgarien, EU und der südliche Gaskorridor, Turkish Stream, Aphrodite, Leviathan, das Seeabkommen zwischen Türkei und Libyen und das EMGF, das Eastern Mediterranean Gas Forum. Fangen wir mal an mit Punkt 1, Migrantenkrise. Ich kann es nicht mehr hören, in den westlichen Medien wird immer wieder berichtet, Erdogan erpresst die EU, insbesondere Deutschland, mit Milliardenforderungen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise, Migrantenkrise in der Türkei. Dem ist nicht so, das ist Quatsch. Erdogan erpresst überhaupt niemanden, die Türkei erpresst niemanden. Und es geht dabei auch nicht um 2-3 Milliarden oder lass es auch 5 Milliarden sein, die in den deutschen Medien immer so kursieren. Das ist ein Klacks, das sind Peanuts, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um den sogenannten südlichen Gaskorridor und vor allem die Förderung und wer verdient daran. Zum Gaskorridor, zum südlichen Gaskorridor komme ich gleich. Das ist ein Billionen, wenn nicht gar Billiarden Geschäft. Und deshalb ist Zypern für die Türkei äußerst wichtig. Und warum sage ich Bulgarien? Bulgarien, 2 Tage vor dem Treffen von Putin und Erdogan in Moskau haben sich der bulgarische Präsident und Erdogan in Istanbul getroffen und haben über die Migrantenkrise gesprochen. Und der bulgarische Präsident hat Erdogan nahegelegt, keine Migranten an die bulgarische Grenze zu entsenden, da Bulgarien Teil von Defender 2020 ist. Und er hatte eine Botschaft des US-Militärs mit dabei, in der gesagt wurde, dass ein Migrantenzustrom nach Bulgarien nicht förderlich wäre für das freundschaftliche Verhältnis und eben halt das Manöver in Bulgarien der US-Militärs behindern würde. Das US-Militär ist mit über 10.000 oder ich glaube 15.000 Soldaten in der Nähe bei Nevo Selo mit einem Großmanöver beteiligt an Defender 2020. Und man hat sich auch darauf geeinigt und die Türkei hat auch keinen einzigen Migranten an die bulgarische Grenze geschickt, obwohl der Weg nach Europa über Bulgarien wesentlich kürzer und vor allem sicherer wäre. Nein, sie wurden alle an die griechisch-türkische Grenze geschickt, wie wir wissen. Das hat auch einen Grund, und das ist nicht der Grund, dass die Türkei die EU erpressen will wegen irgendwie ein paar Milliarden für die Flüchtlingshilfe. Das ist Blödsinn. Aber ich komme da gleich zu. Ich möchte nur noch einmal kurz dazu sagen, ich habe hier die Zahlen vorliegen vom griechischen Einwanderungsministerium vom 10.3., also das ist jetzt das Letzte, was ich gefunden habe, über die Personen, die inhaftiert wurden an der Grenze oder festgesetzt wurden an der Grenze nach Staatsangehörigkeit, also ihren Pässen, die sie dabei hatten. Von den aufgegriffenen, festgesetzten Migranten an der türkisch-griechischen Grenze vom griechischen Migrationsministerium waren 64% aus Afghanistan, 19% aus Pakistan, 5% aus der Türkei, 2,6% aus Somalia, 5,4% stammen aus dem Irak, Iran, Marokko, Äthiopien, Bangladesch und Ägypten und nur 4% der aufgegriffenen Migranten an der Grenze waren nur Syrier, also 4%. Nur damit ihr mal seht, was an der Grenze so für Migranten
entsandt wurden. Interessant eben halt auch, dass 5% dabei den türkischen Staatspass hatten, Staatsangehörigkeit. Aber kommen wir jetzt erst einmal gleich dazu, was ist der südliche Gaskorridor? Der südliche Gaskorridor ist ein Traum der EU, nämlich der Traum von der Energieunabhängigkeit. Als 2010 das Gasfeld Leviathan im östlichen Mittelmeer entdeckt wurde, darauf haben nicht nur Israel Zugriff, sondern auch Syrien, Libanon und Palästina. Dazu kam es dann zu Seegrenzestreitigkeiten und Israel beansprucht dieses Gasfeld für sich alleine, obwohl alle anderen Länder auch dazu Zugriff drauf haben, wie ich gerade genannt habe. Dazu kommt dann, dass Israel mit dieser Entdeckung dem Traum der EU von der Energieunabhängigkeit in die Hände gespielt hat, weil die EU hat diesen Plan vom südlichen Gaskorridor mit Aserbaidschan, Zypern schon geplant, Griechenland und jetzt kam auch noch Israel hinzu und damit wäre der südliche Gaskorridor perfekt gewesen und mit Aserbaidschan und Israel wäre diese Pipeline voll ausgelastet gewesen und würde Billionen Gewinne einfahren. Aber wir wissen, Zypern ist geteilt in Nordzypern und Südzypern. Südzypern, Griechenland, Nordzypern, Türkei. Die Türkei erkennt diese Seegrenzen der EU seit 1974 nicht an, also seit 1974 der Putsch der Griechen auf Zypern stattgefunden hat und der von der Türkei niedergeschlagen wurde und seitdem die Türkei die Regierung von Nordzypern anerkannt hat als einziges Land, muss man dazu sagen, und beansprucht natürlich auch Anteile an den Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer. 2011 wurde dazu dann noch das Gasfeld Aphrodite entdeckt. Damit wurde der südliche Gaskorridor natürlich immer attraktiver für die EU, weil sie eben halt nach einer Energieunabhängigkeit streben. Ich weiß nicht, ob von diesem südlichen Gaskorridor schon irgendjemand bei euch in Deutschland oder in Europa gehört hat. Ziel der EU war es damit, mit dieser Pipeline, Israel, Aserbaidschan, Zypern, Griechenland nach Europa, die Turkish Stream, die von Russland gebaut wurde, zu verhindern. Die Turkish Stream ist ja dieses Jahr fertiggestellt worden, 2020 Januar eröffnet worden. Also, der Plan ist schon mal nicht aufgegangen und die Türkei verhindert dadurch, dass sie eben halt Ansprüche auf die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer bei Zypern erhebt, hat die Türkei der EU natürlich mächtig dazwischen gefunkt, dass es den südlichen Gaskorridor eben halt nicht gibt. Und ich muss immer auf die Zeit achten. Also wie gesagt, die EU konnte mit ihrem Vorhaben die Turkish Stream nicht verhindern. Die EU hoffte eigentlich, dass mit dieser Entdeckung der Gasfelder vor Zypern ein Friedensprozess auf Zypern in Gang gesetzt werden konnte. Aber alle Länder, alle Anrainer haben natürlich sofort ihre Begehrlichkeiten angemeldet auf die Gasvorkommen. Und es entbrannte ein Streit um die Seegrenzen auf allen Seiten. Es ist genauso wie 2009, 2010. Also nur als Beispiel, der Streit zwischen Syrien und Israel um die von Israel besetzten Golanhöhen oder überhaupt das Golan gibt. Das sind mehrere hundert Quadratkilometer. In dem 2009 hat Syrien und Israel gemeinsam über die Rückgabe der Golan verhandelt. Und die Verhandlungen standen 2010 August, September 2010, kurz vor dem Abschluss zur Rückgabe. Dann wurde aber kurze Zeit später das Ölvorkommen im Golan entdeckt. Das umfasst ungefähr 37 bis 40 Milliarden Barrel Rohöl. Daraufhin hat Israel die Verhandlungen sofort abgebrochen und gesagt, die Golanhöhen werden nie wieder zurückgegeben. Ähnlich verhält es sich jetzt mit der Entdeckung von Aphrodite und Leviathan im östlichen Mittelmeer, speziell Zypern.
auch besetzt von der Türkei, also auch besetzt von der Türkei im Norden und im Süden Griechenland. Beide Seiten, ob Griechenland oder Türkei, akzeptieren die Seegrenzen natürlich nicht. Und deshalb, sage ich jetzt mal, hat die Türkei die Migrantenkrise an der Grenze zu Griechenland ausgelöst und nicht wegen der Erpressung von ein paar Milliarden. Das interessiert die Türkei überhaupt nicht. Es geht um ein Billionengeschäft. Dadurch, dass die EU, dass die Türkei diesen südlichen Gaskorridor für die EU verhindert hat, war das natürlich ein Affront gegen die EU. Und für die Türkei wiederum ein Affront gegen die Turkish Stream. Also es hängt immer alles miteinander zusammen. Die EU, Griechenland, die pochen natürlich auf die Seegrenzen. Und die Türkei sieht aber diese Seegrenzen nicht oder nimmt sie nicht an und pocht auf die von ihr selbst festgelegten Seegrenzen seit 1974, seit dem Putsch und der Besetzung. Aber was hat Zypern, Griechenland daraufhin getan mit Unterstützung der EU? Sie haben sofort Bohrlizenzen an internationale Ölkonzerne vergeben, allen voran an den italienischen Ölriesen Eni, Eni Italia. Und es wurden Blöcke abgesteckt, welche der Türkei überlassen wurden, wo eigentlich nichts zu finden sein soll. Und die gasreichen Vorkommenblöcke wurden Zypern, Südzypern, Griechenland zugesprochen. Das hat natürlich die Türkei auch auf die Palme gebracht, ganz klar. Man hat sich daraufhin die Verletzung, gegenseitig die Verletzung von exklusiven Wirtschaftszonen vorgeworfen. Als dann Italien das erste Bohrschiff, die Saipem 12.000, in den Block 3 vor Zypern geschickt hat, hat die Türkei sofort reagiert. Das war im Februar 18, also Februar 2018, hat 5 Kriegsschiffe entsandt und das Bohrschiff der italienischen italienischen Ölkonzerns Eni musste zurückfahren nach Italien. Die Türkei hat damit oder will damit verhindern, dass sich mit der EU, Griechenland, Zypern und Israel ein Energieriese in der Region etabliert. Das war ja aber nicht das erste Mal. Das hat die Türkei ja auch schon 2015 gemacht. Der Plan von Katar, Saudi-Arabien, USA, eine Pipeline durch Syrien zu verlegen und dann an die türkische bestehende Nabucco-Linie anzubinden, um dann das Gas von Katar nach Europa zu transportieren. Die Türkei hatte ja dafür Forderungen gestellt, unter anderem Bau zweier Atomkraftwerke, was von der EU abgelehnt wurde, mit der Begründung, die Türkei wäre dann fähig, waffenfähiges Plutonium produzieren zu können. Daraufhin hat sich ja die Türkei an Russland gewandt. Russland baut seit Mai 2018 die Atommeiler für die Türkei. Weitere Projekte sind das S-400-Raketenabwehrsystem, der Kauf der Kampfjets Su-53 von Russland und so weiter und so fort. Also eine Annäherung an Russland hat stattgefunden. Die EU ist draußen und das Projekt Katar über Syrien an die türkische Nabucco-Linie gestorben. Mit der Turkish Stream, die ja jetzt im Januar eröffnet wurde, ist auch das Thema EU-südlicher Gaskorridor gestorben, weil Aserbaidschan sein Gas nun auch über diese Turkish Stream mit Russland zusammen einspeist. Die Türkei verdient Milliarden an den Transitgebühren, muss man dazu sagen. Und die Verhinderung der Turkish Stream hätte der Türkei Milliarden Verluste gebracht. Und deswegen ist die Türkei natürlich auch sauer auf die EU. Wie gesagt, immer wieder, es geht nicht um die Migrantenkrise für ein paar Milliarden. 2-3 Milliarden ist ein Peanuts im Gegensatz zur Gasförderung oder auch die Transitkosten. Man muss dazu auch wissen oder sagen, ja gut, die Türkei ist zu 100% von Energieimporten abhängig. Und wenn die Türkei jetzt über Nordzypern an die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer rankommen kann, dann hat sie ein Stück weit Unabhängigkeit erreicht. Und jetzt kommen wir zum Thema Libyen. Was hat Libyen nun wieder damit zu tun? Geht es der Türkei in Libyen um humanitäre Hilfe, um Aufbau des Landes, Frieden, Demokratie? Natürlich nicht. Es geht natürlich um die Gasfelder. Die Türkei suchte und fand Partner. Im November 2019, ist jetzt knapp 5-6 Monate her, reiste Faiz al-Sarraj, der Präsident der libyschen
Regierung nach Istanbul und unterzeichnete mit Erdogan ein Seeabkommen mit dem Titel Begrenzung der Einflussbereiche auf See und Sicherheit und militärischer Zusammenarbeit. Dieses Papier oder dieses Abkommen, Seeabkommen zwischen Libyen und der Türkei, gibt der Türkei eigene exklusive Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer mit Genehmigung Libyens. Dazu oder darunter fallen auch Gebiete, Seegebiete bei Rhodos und Kreta. Das hat Griechenland natürlich wieder überhaupt nicht gefallen. Aber damit hat jetzt die Türkei ihre eigene Wirtschaftszone für die Gasförderung bestätigt mit Libyen zusammen, weil Libyen dort die Seegrenzen mit der Türkei sich darauf geeinigt hat. Und im Gegenzug erhält Libyen von der Türkei militärische Hilfe und Unterstützung. Also eine Hand wäscht die andere. Denn Sarraj, die Regierung Sarraj, ist ja die von der EU, UN eingesetzte Übergangsregierung, die ja von den Ländern hier, sage ich mal, im arabischen Raum oder im Orient nicht anerkannt ist. Und General Haftar und das Gaddafi-Lager ja zusammen mit der libyschen Nationalarmee Libyen befreien, befrieden und wieder zurückholen. Und die UN hat ja bereits schon angefangen, Mitarbeiter aus Libyen zu evakuieren. Es gibt nur noch einen kleinen Teil, die sarrazische Regierung kontrolliert. Weil eben halt Sarraj unter Druck ist und die EU-UN keine militärische Hilfe leisten wollte. Das macht jetzt die Türkei, aber wie gesagt nicht um humanitäre Zwecke, sondern es ging, das ist ein Dankeschön dafür, dass Libyen mit der Türkei dieses Seeabkommen getroffen hat. Die USA und auch Russland sind beide sehr, sehr ruhig in dieser Beziehung, haben sich kaum dazu geäußert, also so gut wie gar nicht. Ich habe jedenfalls nichts gefunden. Falls jemand was von euch findet, kann das gerne tun und mir darüber Bescheid geben. Warum sind sie so ruhig? Ganz klar, die USA will weiterhin ihr teures, überteuertes Fracking-Gas an Europa verkaufen und Russland sein Gas und Öl. Die Nord Stream 2 ist ja jetzt gerade kurz vor der Fertigstellung oder ist fertiggestellt. Nord Stream 1, die Druzhba, darüber läuft russisches Gas und Öl nach Europa. Also bleibt Europa weiterhin abhängig von Gas- und Öllieferungen aus den USA und Russland. Und deswegen verhalten sich die beiden auch ruhig und schauen sich das Schauspiel im östlichen Mittelmeer an. Ein weiterer Punkt, der dazu kommt, dass die Türkei sich sehr auf den Schlips getreten fühlt, ist das von mir erwähnte EMGF, das Eastern Mediterranean Gas Forum. Dieses wurde am 16. Januar in Kairo diesen Jahres gegründet. Gründungsstaaten sind Ägypten, Griechenland, Israel, Italien, Jordanien, Palästina und Zypern. Die Türkei wurde ausdrücklich nicht eingeladen. Dieses EMGF wurde von der EU oder wird von der EU für gut geheißen und unterstützt. Einen Tag nach Gründung des EMGF gaben die USA und Frankreich ihr Interesse bekannt, eventuell auch Mitglied dieses Forums werden zu wollen. Ja, natürlich, wo es was zu holen gibt, bietet man seine Hilfe gerne an. Und das natürlich ohne Krieg diesmal, das muss man ja mal dazu sehen. Ich meine, die Anrainerstaaten, ich weiß nicht, was Jordanien damit zu tun hat, weil Jordanien eigentlich nichts mit dem Mittelmeer zu tun hat. Aber gut. Dieses fasst die Türkei natürlich als direkten Angriff auf und hat seinen Ton der EU gegenüber natürlich auch verschärft. Verschärft wurde das Ganze noch weiter durch die sogenannte Libyen-Konferenz diesen Jahres in Berlin, Anfang dieses Jahres. Ich glaube, es war auch im Januar oder Februar. Die EU hat bei diesem Treffen dieser Libyen-Konferenz das Seeabkommen zwischen Libyen und der Türkei ausdrücklich ausgeklammert. Die Türkei hat es begrüßt, aber wer hat dagegen demonstriert und scherzt? Protest eingelegt? Natürlich, Griechenland.
Griechenland hat daraufhin gesagt, mit uns wird es keine politische Lösung, weder für Libyen noch für Syrien und für die Migrantenkrise geben. Das wird, oder kann man so auffassen, dass Griechenland sozusagen der EU droht, wenn sie dieses Seeabkommen zwischen Libyen und der Türkei duldet, weil sie haben es ausdrücklich ausklammert und ohne Kommentar. Sie haben auf den Protest Griechenlands auch nicht reagiert. Wenn dieses Seeabkommen besteht, wird es eben halt keine politische Lösung geben. Und dieses nicht für Libyen, nicht für Syrien und auch nicht für die Migrantenkrise kann man so auffassen, dass Griechenland offen der EU damit droht, die Grenze nicht mehr zur Türkei geschlossen zu halten, sondern die Migranten geordnet nach Europa weiterzuleiten. Also die EU ist völlig unter Druck geraten. Mit ihrem südlichen Gaskorridor mit Israel, Aserbaidschan ist gegessen, dank der Türkei. Und die EU hat jetzt somit keine Verhandlungsposition mehr. Was sind jetzt die Lösungswege? Wie könnte es jetzt weitergehen? Ich spekuliere jetzt mal. Also es ist eigentlich keine Spekulation. Es ist eigentlich schon so, ich habe mich mit mehreren Leuten natürlich über diese ganzen Informationen, die ich einzeln als Puzzleteile zusammenbekommen habe und zu einem Puzzlebild zusammengefügt habe, mehrmals unterhalten, und wie es weitergehen könnte, was die Lösung wäre. Und damit kommen wir wieder zurück nach Syrien. Wenn die Türkei Mitglied im EMGF werden möchte, und das möchte die Türkei, und das wäre auch das Beste für alle Anwesenden hier im Nahen Osten, müsste die Türkei einfach nur ihr militärisches Engagement in Syrien, sprich Idlib und Afrin, beenden, gesichtswahrend sich zurückziehen. Putin hat Erdogan bei seinem Treffen in Moskau schon eine Brücke gebaut und ihm eine Hintertür offen gelassen. Jetzt ist es durch dieses Abkommen und der Streit innerhalb der EU mit Griechenland natürlich ein leichtes, für die Türkei zu sagen, okay, wir können jetzt gesichtswahrend uns aus Idlib und Afrin zurückziehen. Dann kann die Türkei Mitglied im Eastern Mediterranean Gas Forum werden. Und das Seeabkommen zwischen Libyen und der Türkei wäre damit auch passé, weil Libyen, Syrien, Libanon, die nächsten Anrainer könnten dann auch Mitglied werden, alle unter Gesichtswahrung, ohne Gesichtsverlust. Alle Anrainer würden zusammen an einem Tisch sitzen, mit Griechenland, mit Zypern. Und alle würden innerhalb des EMGF die Förderung der Gasvorkommen gemeinsam abstecken und neue Blöcke, nicht die von der EU diktierten, über Zypern, Griechenland diktierten, ergo EU, sondern die Anrainer würden die Blöcke neu ordnen, selber freigeben, und alle wären zufrieden. Und wenn Libyen dann eben halt auch in dieses Forum aufgenommen wird, dann könnte Sarraj sich auch gesichtswahrend zurückziehen und ohne weitere Kämpfe das Land an Haftar übergeben, und es könnten Neuwahlen stattfinden. Die EU könnte sich und die UN auch ebenfalls friedlich aus Libyen zurückziehen. Die Lösung, wie gesagt, liegt im Eastern Mediterranean Gas Forum. Das wäre eben halt eine Lösung oder die Lösung für alle, um hier friedlich oder Frieden in die Region zu bringen, ohne Gesichtsverlust für den anderen oder dass einer oder andere Gebietsverluste oder Förderverluste hatte. Dann würden nämlich alle gemeinsam an einem Tisch sitzen. Und das wäre eben halt, ja, eine sehr, sehr schöne und gute, friedliche Lösung hier für die Region. Ich wollte noch einmal kurz sagen, zum Thema Israel und der Gasförderung vor Zypern, habe ich ganz vergessen, habe es überlesen, habe den Punkt übersehen. Ich sagte ja, dass der italienische Ölriese mit seinem Bohrschiff Saipem 12.000 von den türkischen Kriegsschiffen zurückgedrängt wurde und sich zurückziehen musste. Dasselbe passierte Israel. Die Türkei hat keine Angst vor Israel. Hat ja im Übrigen niemand.
das war jetzt im Anfang 2019. Dort entsendete Israel sein Bohrschiff, die Bat Galim, vor die zypriotische Küste, um nach Gas zu bohren. Und auch dort griff die Türkei mit 5 Kriegsschiffen das israelische Bohrschiff an und wurde zum Rückzug gezwungen und musste sich zurückziehen. Also auch ein offener Affront gegen Israel. Also das habe ich jetzt noch ganz kurz vergessen, muss ich jetzt noch einmal einfügen. Also ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt halbwegs verständlich rübergebracht und ihr habt es verstanden, inwieweit die EU mit ihrem dusseligen Plan vom südlichen Gaskorridor gescheitert ist. Dank der Türkei, kann man ja nur sagen. Und dass die EU, Europa weiterhin abhängig bleiben wird von Energielieferungen aus den USA und Russland. Die beiden werden sich sicherlich auf die Schenkel klopfen, wie dumm die Technokraten, Politmarionetten in Brüssel sind. Sie stehen unter dem Druck der USA, Russland und der Türkei. Und sie brauchen, ja, wenn es schon mit dem südlichen Gaskorridor nicht geklappt hat, eine Erfolgsmeldung wie Libyen oder auch eine Konfliktlösung in Zypern. Und das würde, wie gesagt, nur über das Eastern Mediterranean Gas Forum gehen. Das ist hier eigentlich jedem klar und das dürfte auch der Türkei klar sein. Erdogan ist nicht dumm. Alle anderen sind es hier auch nicht. Sie warten jetzt nur auf diesen Schritt, denn die EU kann gar nichts machen. Und wie gesagt, vergesst diese Migrationskrisen-Quatsch mit ein paar Milliardchen. Fragt euch immer, wem nützt es? Und in diesem Fall nützt es, würde das, wie gesagt, dass Zypern mit Griechenland EU die Förderung an große Ölkonzerne, die Lizenzen vergeben hat, würde nur wieder einem nutzen, nämlich den großen Ölkonzernen und die Leute, die dort hinterstehen. Rumsfeld, Dick Cheney und so weiter und so fort. Ihr wisst es von meinen alten Videos, ich habe über die Fördergesellschaften im Jolan mehrfach berichtet, wer dort hintersteckt und so weiter und so fort. Das israelisch-amerikanische Gemeinschaftsunternehmen AFEC, wer dort hintersteckt, wem es gehört. Also, ich habe jetzt, glaube ich, die 30 Minuten voll. Ich sage euch erstmal lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Ergänzungen habt, kommentiert es drunter. Ich würde mich freuen und bis dahin erst einmal liebe Grüße von mir hier aus Tripoli. Bis dann, ciao, euer Marco.